Ja, hallo, Herr Wachtelmeister. Wir haben ein Problem. Unser Motor läuft nicht mehr richtig. Ja, aber da ist ja gar kein richtiger Motor drin. Du kannst ja nicht einfach unser Auto beleidigen. Klar hat der einen richtigen Motor. Der ist gut. Du erzählst Witze. Du arroganter Fatzke. Gleich gibt's einer aufs Maul. So, meine Kinder, und die Moral der Geschichte? Die gibt es nicht. Ein sogenannter konservativer Wurstblinker. Wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und willkommen bei Max Beatshop. Ihr seht, es ist schon geschäftiges Treiben hier, weil die Kamera hier liegen geblieben ist. Kann ich ja vorher nichts erzählen. Heute ist der erste Käferteiletag. Vielleicht soll der letzte, glaube ich aber nicht. Zwei Touren habe ich geplant, mal gucken, wie es so läuft. In den Bauernhof in Friedeburg rein. Wir haben zwei Fahrzeuge, den K30 hier. Und wir haben hier, ja, haben wir noch. Den Michi sein hier Movano GTE haben wir noch. Wir gestern Abend noch ausgeliehen. Bin ich immer so zufällig mit dem Ding bei mir. Ich sage, Alter, kannst du mit dem Explorer nach Hause fahren? Ich dachte, ja, kein Problem. Ja, da haben wir halt darauf geeinigt, dass hier sozusagen der Movano bei mir bleibt für die Woche jetzt, damit wir den für die Käfertour nutzen können. Nochmal danke, mein Schatz. Hilft einiges weiter. Naja, auf jeden Fall, wer es nicht weiß, ich habe sehr, sehr viele Käferteile gekauft. Also mit sehr, sehr viele Käferteile meine ich ein bisschen was über, ich schätze, 2 Tonnen. Also schon ganz schön viel Käferteile. Und diese Scheiße muss ich natürlich jetzt erstmal abholen. Da will ich ein Geschäft mitmachen. Ich will mit Käferteilen handeln, beziehungsweise ein Konvolut verkaufen und vielleicht 1-2 Mark daran verdienen, dass ich der nächste Monat vielleicht ein bisschen damit finanziert wird. Weil bei mir ist aktuell, ich springe immer von Monat zu Monat, mal ist keine Kohle da, mal schon. Und vielleicht kann das ein bisschen Gleichmäßigkeit in die Geschichte bringen. Das ist so meine Idee. Ob das klappt, weiß ich nicht. Fangt auf jeden Fall in eine große Halle, hängt den großen Dreiachser hinten dran von Peter und dann geht's weiter. So, wir fahren eigentlich in die Heimat von diesem Anhänger, weil der kommt nämlich sogar aus dem Norderraum. Passt ja eigentlich. So, gucken wir von Strich 8. Muss mal auf die Ampel hin drauf. In Strich 8 lohnt sich nicht da reinzupacken. So, irgendwas gucken, ob irgendwelche Lichter daran funktionieren. Und dann kann die Tour eigentlich schon wild losgehen. So, kann nicht mal so schlecht aus, oder? Jo! Vom Feinsten. Truppe ist versammelt. Hier, wir haben Michi seinen Movano. Den Movano GTD. Wir haben den K30 mit Anhänger. Gordon ist hinten am Start, Fadan ist dabei, Jörg ist dabei. Jörg kennt ihr wieder aus dem Museum. Ja. Und das war unsere Aktion hier. Hör mal, Standheizung, schön hier. Ja, schon warm. So, on the road again. Nochmal gucken, hinten seht ihr, Miggis Movano. Mal gucken wir gleich mal, ob wir es irgendwie hinkriegen, dass wir hier Kram da aufgeladen kriegen. Das ist halt viel Scheiß, ne? Wirklich viel Scheiß. Also das ist ein Abenteuer. Vor allem, wie wir es auch, wir müssen effizient aufladen. Ich habe einen offenen Anhänger, aber mir ist eigentlich fast scheiße. Der Movano hat mehr Potenzial tatsächlich. Ja. Scheiße, die Vermieter von unserer Scheune, die haben da auch noch einen großen Anhänger. Den wir im Bockhorn hatten, den großen, weißt du noch? Ja. Den hätten wir nehmen müssen. Ja. Hätte ich auch gekriegt, wenn ich den gebraucht hätte. Na nee, egal. Fahren wir offen. Wird schon irgendwie werden. Weiter geht's in Richtung Norden. Das tiefste Ostfriesland. Mehr Ostfriesland als hinten geht tatsächlich echt nicht. Wo sind Käferteile? Ich sehe keine. Käferteile. Kann ich so. Hier, da unten ist ein Triumph TA7, verdammt. Da unter. Ist jetzt aus? Nee. Nee, suchen wir mal an. Muss doch einfach das hindrehen, ja. Hier ist es aus. Ist aus. Dann läuft das. Wo ist denn der 7? Da unter, der Planer da vorne. Ja, und hier ist unser ganzer Kram, Alter. Das ist er, die Käferhölle. Einzig, weil ich schon Käfer sehe, ist das Ding. Der Anhänger schon mal echt. Moin, du. Na, alles gut? Was macht die Kunst? Gut, alles gut, ja. Moin. 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 Moin.
So, jetzt wollen die loslegen. Ja, so langsam, ne? Hallo. Ja, muss ja. Aber jetzt habe ich Käfer gesehen. Nee, wir wollen nicht. Wir müssen. Aber pass auf, Käfer. Also ich zumindest. Ich esse überall Käfer, ne? Verdammt, pass auf. Das ist Käfer. Der Bulli ist voll mit Käfer. Ja, rechts ist Käfer. Pass auf. Der Carport, da ist voll mit Käfer. Ja. Der Anhänger da hinten ist voll mit Käfer. Ja, ist voll, ja. Genau, und hier im Haus ist auch noch ganz viel Käfer. Ja, gut. Also das Käfer hat sich ganz schön ein. Woher wurde das alles her, Alter? Das war der Nachbar hier. Der hat hier eine riesen Käfer damit gehabt. Ja, wir müssen den Bulli da runter wegfahren. Ja. Dann habt ihr ein bisschen mehr Platz, ne? Wenn ihr den müssen zurückfahren nochmal. Ja, keine Ahnung. Den Bulli können wir als erstes entladen, weil dann kann man den wieder benutzen. Eben wieder rausfahren. Hat er jetzt original zwei Wochen dann den Bulli nicht benutzt? Ja, der hat die ganze Zeit gestanden. Das ist schon länger her. Zweieinhalb? Ja, ne? Da ist alles verdammt. Alles bei. Guck mal hier, ne? Schuldmotorhaube. Ja, Schuld, Porsche Heckspoiler. Ja, ja, das ist doch cool. Das Maulwurf ist sein Großvater. Das ist mein Maulwurf. Guck mal, verdammt. Verdammt, guck mal, das sind diese Hallen ohne Baugenehmigung. Ja, ja. Da müssen wir dir 10 Stück von hin. Shelter Logik. Das sind geil, die Dinger. Ich feier die richtig. Was ist das denn? Wir haben was, ne? Das ist auch alles kaputt. Oh, hier, Waschmaschine. Mann, ist kaputt. Warte. Perfekt. Kannst auch Mucke mit hören. Die kann alles. Hier sind die Stoßstangen. Hier ist auch Käfer drin. Ja, so. Das ist natürlich nicht das Kleine. Ja, ja. Kommt nicht ganz hin. Hier, verdammt, Käfer-Stoßstangen mit so einer Kamai-Frontschürze. Die sehe ich schon am Main, weil das so kaputt gebrochen ist. Hier die alten Felgen, ja, die man kennt von den ganzen Lourdes-Käfern. Ja, guck mal, eine pinke Mexikaner-Stoßstange. Ja, gut, wie wolltest du denn mal zuerst diese Halle leer machen? Ja, oder? Es ist egal, wo wir anfangen, es ist einfach alles viel. Am geilsten wäre es, wenn wir diese Anhänger einfach ziehen könnten. Das wäre am geilsten. Können wir, ja, gesagt. Könnte man ziehen, sagt er. Dann haben wir das. Du, wollen wir nicht einfach die Anhänger nach Friedeburg ziehen, die großen? Dann mit 25 und los geht's. Wir sind ja eine lange Zeit unterwegs. Wir sind ja jetzt auch eine lange Zeit unterwegs. Ja, aber wenn die jetzt... Wir haben ein kaputtes Radlager, ne? Oh, das macht ja nichts. Wir fahren ja nicht schnell. Wir fahren ja nicht schnell. Wenn wir langsam fahren? Das wäre das Beste, ne? Ja. Ein Netz über den Bulli und den so mitnehmen, dann wieder herfahren. Ja, den Bulli kann man ja auch so fahren, wie er ist. Netz drüber. Fertig. Ja, ja. Den Bulli können wir ja mit... Ja, dann hast du schon für heute genug zur Arbeit, wenn du dann alles ausladen willst und einsortieren willst. Das müssen wir alles... Das heißt genug Arbeit. Genug Arbeit ist nie. Das ist alles viel Arbeit. Pass auf, dann haben wir das schon mal weg. Guck mal, der geht dann ein Stück weg. Den kann man auch in ein Stück wegfahren. Ja. Das ist auch ein Anhänger. Das Anhänger hat er auch, oder nicht? Ja. Und der auch? Ja, der wird hinter seinem kleinen Trecker. Ja. Genau. Guck mal, man kann 30 auch einen Zugmaul. Zum Beispiel. Ich kann da auch mit der NATO-Kupplung, kann ich auch verziehen. Wäre einfach, da haben wir schon mal die Sachen, die er mobilisiert hat, doppelt mobil. Ja. Man könnte ja den Bulli auch hier zu euch hinfahren. Ja, genau, dann machen wir den einfach leer da vor Ort. Der da steht. Genau. Der, wo Käfer-Team draufsteht. Der kann man ja auch fahren. Dahinter hängen. Ja, ja. Kann mit. Guck mal, da haben wir die halbe Arbeit doch schon durch. Ja. Guck mal, das ist auch. Guck mal, das hier. Das sagst du eben auf euren Anhänger. Das können wir umräumen sogar noch. Das ist ja nicht so viel. Ich meine den hier. Hm? Den Trecker-Anhänger, den packst du immer auf euren Anhänger um. Das sind alles große Teile. Du meinst den Anhänger auf den Anhänger raufladen, den ich habe? Ja. Hat er aber keine Winde. Was? Der hat keine Winde, der Anhänger, der große. Das wird nicht gehen, glaube ich. Nein, ich meine, was da drauf ist. Ja. Sachen drauf. Auf den Anhänger packen. Nicht den Anhänger. Ach so. Nicht den Anhänger nicht mitnehmen, weil der hat ein kaputtes Radlager. Da wirst du nicht mehr nach Friedeburg hinkommen. Dann fliegt dir das Ding um die Ohren. Ja, okay, gut, das ist... Ja, komm auf die Geschwindigkeit an, die wir fahren, ne? Ja. Also von der Idee her ist das nicht... Ich weiß noch nicht, ob die Beleuchtung und das dann funktioniert. Das weiß ich. Okay. Das weiß ich nicht. Wenn dann hast du nur Ärger, Ärger mit der Polizei, wenn die euch damit sehen. Gott macht das. Das macht weniger Probleme. Ach so. Wenn du jetzt einen 25er-Anhänger hinter eurem Traktor hinterhängst, und die Polizei sieht, dann hält was das für ein Gespann. Das ist spezial. Und wir hängen die einfach hinter einen Trecker, geht ja auch. Möglichkeiten gibt es hier ja genug. Ja. Muss ich nur eben fragen, so, ne? Dann fahren wir mit dem Landsmann, Rufroad-Trip. Ja.
Ja, das wäre schon mal eine Idee. Ne? Guck mal, haben wir das schon mal? Ja, ist ja jetzt aber selber nicht da. Also, ich kann das nicht entscheiden. Nein, nein, er kommt ja heute Abend erst. Ne? Heute Abend erst. Das stimmt schon. Gut, den Anhänger räumen wir leer. Kaputten Radlager fangen wir gar nicht an. Da ist schon recht. Ich auch so. Ja, genau. Genau, und dann da müssen wir rüberladen, den Kram, auf unseren Anhänger. Den? Ja, 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 genau. Ja. Da geht nicht anders. Guck mal, Vater, da ist ein großer Anhänger mit Motoren noch drin. Ja. Der ist, glaube ich, sogar, das ist der andere Anhänger, Heile, weißt du das? Der da drin steht? Ja. Der ist auch nicht fahrbereit. Nee. Komm her, dann wir fangen mit dem an, laden den um. Den laden wir um, da muss der Bulli-Feuerwerk, da müssen wir vorher mal zurückfahren nochmal. Guck mal, der hier ist übrigens auch voll, ne, Vater? Da sind noch Getriebe und so was drin. Scheiße. Tanks sind da drin, Getriebe. Nur das ist über das Dorf eben schnell hier von A nach B gezogen. Ich war schon drin, das ist voll das Ding. Oh ja. Ich hab gesagt, das ist viel. Ich möchte jetzt so seine Gedanken, die möchte ich wohl mal lesen. Ja, deswegen ist er ja, danke. Kannst du ja aber dann auch hier. Wenn der jetzt eine Tür aufmachen, hier. Ja. Da liegen noch die ganzen Innenverkleidungen. Genau, die können wir auch. Die können da rein. Ja, genau. Das ist die Idee. Aber den hier, den kann man noch fahren. Der ist doch angemeldet, oder nicht? Nee, angemeldet ist er nicht. Okay, aber der ist wenigstens fahrbar. Der ist fahrbar, ja. Siehst du? Also nicht angemeldet, kein Türk und so, da ist nichts drauf. Nehmen wir lieber den Träger mit. Das ist ein Hanomag oder was? Ein Hanomag, ja? Wie Horst Biller früher hatte, so einer hat. Guck mal, hier sind noch mehr Kram. Hier sind ganz Tierleisten. Guck mal, hier alles Mögliche. Scheinwerfer, Stahlseile, die gehören zum Käfer auch dazu. Er macht dieses Haus hinten auf, Max. Jo, dann würde ich sagen, dann fangen wir mit an, mit, dass der Bulli weg muss. Das ist der Anfang. Und dann holen wir euch so nach und nach mal dazu hier und dann, was ihr so abgeht. Weil, siehst du, das ist ganz schön Arbeit. Guck mal hier, verdammt, hier. Das müssen wir mal angucken hier. Hier hat er noch was liegen, glaube ich. Hier ist noch einiges. Ja. Allein hier hinten in der Ecke, das sind alles Käferanlasser da unten. Ja, ganz runter. Maschinen. Alles Anlasser, Lichtmaschinen. Hier der ganze Rest. Ja, das sind Türverkleidungen für alle Baujahre irgendwie. Ja, oben hängt noch ein Fahrrad. In den Bulli parken werden. Das ja, genau. Klar. Macht Sinn. Warum wollen wir das erst auspacken im Bulli rein? Wir drehen da mal um. Hier, guck mal, Lenkräder haben wir auch noch zwei oder drei Stück hier so. Da wollen wir mal, lass uns erst mal, das wird schon werden. Ich würde sagen, weil ich helfe beim Schieben. Na. Ja. Ich würde sagen, wir können den Bulli doch hier dran vorbeifahren. Rüpf jetzt das mal ran, lass ihn mal vollschmeißen, die Kiste. Schlüssel steigt ja, ne? Wenn ihr noch wieder rausfahrt, dann kann ich den raus. Ja. Den stelle ich jetzt mal bei mir dahin. Genau. Und dann könnt ihr am besten mit dem Anhänger hier wieder rüber sein. Und dann, dass die Sachen dann da drauf kommen. Mein Gedanke ist, wir fangen zuerst an mit. Wir nehmen den Bulli. Ich drehe ihn jetzt direkt um, fahre den Rüpf jetzt hier rein. Dann können wir erstmal vom Haus aus da rüberladen. Hier ist alles fest. Hier fährst du nicht fest oder so. Ja, genau. Du kannst hier so weit rückwärts ranfahren. Hier. Genau, das machen wir. Dann machen wir jetzt zuerst. Danach fahre ich den rückwärts raus. Dann fährst du den raus. Dann machen wir schon irgendwie. Das kriegen wir schon hin, denke ich. Das ist eine andere Geschichte. Das könnte ein Problem. Ah, so. Michi sein Movano GTD. Was sagt er denn dazu? Das gibt kein GTD, ne? Das ist ein Gag. Bevor jetzt alle denkt hier, haha, ich hab doch gar kein GTD, was ist das denn? Natürlich nicht. Ich bin ein bisschen überfordert, das ist ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Hier sind so Axtteile und sowas. Trommeln. Einzig und zack. Wahrscheinlich auch viel Schrottwert bei. Was wir jetzt nicht unbedingt behalten würden. Der Bus von Michi, der ist schon fast voll. Nur mit dem Kram, der im Haus war. Das ist eigentlich alles bei so, ne? Also alles. Das ist echt alles. Das ist einfach alles bei. Jörg hat schon ganz kreativ hier gestapelt. Alter Schwede, ey. Ey, ist unglaublich. Und was wie groß der Bulli hier eigentlich ist und was wieder drin ist. Die Vergaserkiste war schon wild. Ja, die ist schon richtig schwer. Alter Schwede, guck mal, was ist sonst hier so? Vom Ding her, seht ihr? Hofen haben wir doch gar nicht angefasst. Sind nur am Kleinkram stapeln jetzt gerade. Den Anhänger jetzt ziehen wir wahrscheinlich auch gleich noch mit, diesen da. Vom Käferteam.
kommt der ganze Kran nämlich her, tatsächlich. Ja, hier sehen wir auch noch so. Aber so ein Klappfix, wo alles reingeht, ne? Ja, mit seinen DDR-Anhänger, ne? Mehr als man denkt. Was ist denn das für ein Reifen hier? Ja, der passt nicht ja, auf den Käfer. Wahrscheinlich zu dem Anhänger. Ja, der Anhänger hat aber keine Reifen. Nee, der hat keinen Schutzreifen, ne? Ja, aber den lassen wir auf jeden Fall hier, weil der sieht so aus, als würde er nicht zum Käfer gehören. Ja? Umstellfenster. Hier nochmal Radios und Boxen. Ja. Oh, Alpin, Alter, hier, jetzt geht's los. Oh, ganz edel. Ach du Scheiße. Ford, Motoren, irgendwelche Getüten. Das sind alles Radios. Das sind alles Ultramar-Radios. Kriegst du die ab? Ich packe noch die Kamera weg, dann geht's bei mir jetzt auch wieder weiter. Ja, ein bisschen muss man da festhalten, ne? Geht er mit dem Gewicht? Das ist, sieht nicht leicht aus. So, der ist leer, wa? Der ist, der kleine ist leer. Ja, jetzt, von hier sind die groben. Da müssen die Hauben, die Hauben machen wir zuletzt. Ja, wir wollen jetzt immer hier ist eine Kiste in der Kamera. Guck mal, Sonnenblenden. Sonnenblenden. Ach du Scheiße. So 3,5 Sonnenblenden, Alter. Ach du Oh. Hier, der ist auch noch voll, der ist mit Getriebe und so alles voll. Das ist auch noch, also Gewicht haben wir auch noch dabei, richtig Gewicht. Das ist nur der leichte Kram. Und ihr wisst, wie groß die Scheune ist, die ich da habe? Wo es rein soll? Ihr wisst, wie das läuft? Wisst ihr nicht? Ich weiß auch nicht, wie das läuft. Also geht's weiter jetzt. Hast du mir geguckt oder was? Der hätte auch rausfahren können. Guck mal, weil hier die ganzen Scheiben sind hier auch. Ja. Die holen wir in der nächsten Tour. Dafür ist die Karre zu voll. Was ist denn das? Scheiben? Ja, Scheiben, ja, komplett mit hier. Also so 2,5 Scheiben sind da wohl. Autohaus Saathof. Das ist gut, ja. Das ist alles gut. Prima. Die Arbe nehmen wir auch mit. Ja, die Arbe ist witzig, ne? Ja, nehmen wir mit. Die ist viel neuer als unsere Arben. Die müssen die Felgen noch mitnehmen, die hinten liegen, die Käferfelgen. Ja, und die Rutschautos denn? Ja, Käferrutschautos im Video. Geil! Wo sind die denn? Leck mich am Arsch, Alter. Das sind die Motoren. Die kann man aber da. Oder die kann man heben. Der eine hier, der da. Für eine Lichtmaschine. Ja, und da hinten... Man hat nichts zu sagen. Mein Käfer hat nämlich auch hier so eine Lichtmaschine drin. Hat trotzdem 34 PS. Ja? Hat 34 PS, hat nichts zu sagen. Ja, den bin ich schon mal gefahren, den Lanz hier, ja. Den Bulldog, den kleinen. Nee, und da war ich das für einen, ne? Ja, das ist auch das ist ein Ding. Weiß ist dann nicht, ne? Aber auch, ist auch ein Träger. Ist ein Lanz. Auf ich glaube, das ist ein Russe. Bin ich, also, ich weiß auch nicht mehr. Ursus oder was? Na komm, ich ziehe mir eine Jacke eben aus und lass uns mal die Felgen und so aufladen. Weil wir gucken, hilft uns auch nichts. Da hinten, da sind, hinten sind auch noch... Geil wäre, wenn der Anhänger auf Achse hinterher fährt einfach. Weißt du, da hinten dranhängen und hinterher ziehen. Da ist zum Beispiel, wo habe ich denn ein Armaturenbrett gesehen? Da ist eins. Aber sind sehr wenige leider, ne? Sehr wenige dabei. Schade eigentlich. Armaturenbretter wäre noch cool. Aber hier, denkst du da drinnen hier, was ein Barometer oder was? Hier ist noch Innenausstattung drin. Und im Haus ist auch noch eine Innenausstattung. Da gehe ich natürlich nicht rein, logischerweise. Ja, aber... Pass auf, mein Problem ist folgendes. Anhängerdose passt nämlich nicht. Das heißt, der K30 muss den Anhänger ziehen. Oder musst du den, der zweite Gruppe muss einen Adapter holen. Mit. Ja. Ja, genau. Genau. Adapter hast du bestimmt liegen. Hast einen Adapter? Hab ich da, ja. Muss ich da haben. Ja, siehst du, du bist das doch gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, dann hauen wir die restlichen Hauben jetzt hier drauf, netzen das ab. Felgen müssen noch irgendwie mit. Stoßen können wir noch ein paar reinhauen. Immer so reinstoßen. Ja, genau. Also viel, je mehr wir mit haben, desto weniger müssen wir noch anpacken. Ich zieh meine Jacke jetzt erstmal aus. Das ist mir zu warm. Ja. So. Das war ja schon, da ist ja auch noch was richtig cool hier. Gold. Der ist voll. Der Anhänger ist voll. Also, wie gesagt, das, scheinbar schaffen wir es mit Glück in 2 Touren, die ganze Geschichte. Nur wegen Michis Bulli. Das ist ganz cool. Haben wir jetzt auf jeden Fall komplett vollgeballert. Bis oben hin mit Käferteilen. Alles. Mit Kleinkram und einzig und zack. Ja, der ist doch geil. Da sehe ich Judy schon drin, Alter. Aber sowas von. Ah, nimm uns bei der Tour mit, würde ich sagen. Du schmeißt doch noch einen Wagen rein. Der ist komplett so. Nee, das ist ein Lauf. Das ist ein Laufauto, ist das. Sitzt du drin und läufst sozusagen drin. Das Ding ist cool. Studi sehe ich damit schon. Ja. Mit Stuhl. Na, was anderes als immer die Bobbycars. Ne? Das ist der hier ohne Lenkrad. Da ist noch einer hinter der Tür, so ein Auto. Echt? Ja. Ich weiß nicht, ob das. Aber lass sie mal eben hier, ich weiß nicht, ob das seine sind. Ich also die behalten wollte von den Konvoluten und würde die mitnehmen. Okay, ja. Ne, hör mal ruhig raus, was ich nochmal. Ja. Vor wie ein Ei, weißt du? Wir werden keinen Ärger haben.
Er selber ist gerade nicht da, nur sein Nachbar war hier zum Vermitteln. Da ist er wieder, der ist. So, der hier kann den leider nicht sehen, wenn ein Anhängerdosenadapter. Nur bei der nächsten Tour, weil der ist voll mit Innenausstattungen. Im Haus ist auch noch eine Innenausstattung. Das wird der Kram. Ja, in der K30 ist sowieso schon ziemlich beladen. Also ich würde sagen, alter Schwede. Jetzt mache ich mal eben eine kleine Instagram-Story davon und dann geht's hier los, weil das der YouTuber regelt. Hat er sich erschrocken oder was? Ich hab meine Nase an der Scheibe platt gedrückt. Das war lustig. So, dann müssen wir uns einen Plan machen, wie wir das machen, Alter. Wie wir es einlagern, wo wir es einlagern, was wir einlagern. Erstmal stärken. Ganz schön im Auto gesessen? Jetzt erstmal stärken. Effizientes Arbeiten. Aber mal so verdammt, wie machen wir das? Weiß ich nicht. Müssen wir die ganzen Klappen mal so nach hinten packen eigentlich? Was denn? Die ganzen Klappen, die olle Brille, Alter. Die hat schon den ganzen Tag schon einen Lauf. Aber dafür ist sie doch ganz schön heil. Ja. So. Ja, gucken wir mal. Jetzt kommt das Problem. Die Probleme der Planung. Weil ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Teile und sehr, sehr wenig Haltfläche. Das ist das Problem. So. Das hier ist für Käferteile. Das passt aber. Das passt. Wäre das, dass wir vielleicht die ganzen Heckklappen und Türen und so hier so lang legen. Hier so. Zwei Schichten. Zack, zack, zack. Und dann fertig. Das war die Idee. Und dann die Kistenware hier so hin. Hier da, wo die Gülle ist. Hier die Ecken nochmal voll, Käferteile. Ich glaube, wir können hier relativ. Oh Gordon, das passt! Das passt gut, glaube ich, alles. Pissen sogar Vater noch gerade, oder nicht? Der ist gerade Strollen gegangen, habe ich genau gesehen. Ja, das ist auch geworden. Da die ganze Ecke, ne? Guck mal, da kommen wir diese ganzen. Schön in einer Reihe. Genau, so runter. Die Teile, die fallen mal rein. Ja, ich fall hier mal rein. Das ist eine Idee. Aber erst du verdammt. So ist die rein. Die ganzen Teile, die ganzen Hauben und sowas erstmal. So lang, zack. Aber ich würde sagen, von links nach rechts. Ja, dann musst du jetzt entscheiden. Sehr egal, Hauptsache rein. Von links nach rechts, von rechts nach links. Das muss richtig ordentlich sein, damit man so sehen kann, was wo ist, damit man auch fotografieren kann für die eBay. Hauben und sowas, alle so hinstellen. Siehst du doch, was ist. Jo, ist so. Ja. Wir sollten die Hauben auch trennen. Wir sollten dann die alten Hauben separat packen zum Beispiel. Die ganz alten Hauben. Die hier für den älteren Modellen. Die eher teureren Hauben. Die normalen Hauben kriegst du ja relativ günstig. Aber wenn hier beide kosten ein bisschen mehr. Hast du den denn geholt? Die habe ich schon lange. Ich noch nie gesehen. Der steht ja auch nur hier, deswegen kennst du den noch nicht. Der Schuss, ne? Oder? Der ist ziemlich gut, aber der ist komplett, aber bauen wir mal zusammen, das ist ein Puzzle. Kann ich bei dir doch abgeben, verdammt? Dann machen wir einen fertigen Kurs aus, wenn er fertig ist und dann bezahle ich dich dafür. Dann baust du den? Hast du keinen Bock drauf? Nee. Verdammt. Da wird er wahrscheinlich immer so bleiben. Bisschen über eine Stunde später, ne? Bisschen über eine Stunde haben wir. Ja, länger gar nicht mal. Aber wir sind ziemlich schnell in der Zeit gewesen. Ja.
Aber eine Aufladetour schaffen wir nicht mit dem Motorenfahrer. Da können wir tagsüber machen. Wenn wir jetzt da sind, wird es wieder dunkel. Ja, ja, morgen, klar. Jetzt morgen wieder. Aber wir hätten dann noch ein bisschen Atem ziehen, dann hätten wir das noch geschafft. Ja, anderweitig. Willst du das? Also pass auf, wir haben schon, das ist die erste Charge. Da kommt noch mehr dazu, ne? Also ich soll mal sagen, die Hälfte von dem kommt noch dazu. Bisschen mehr sogar noch. Ja, bisschen mehr zum Motor. Mit den Motoren und so noch. Da kommt der gleiche nochmal, würde ich sagen. Die Motoren kommen dahin, wo der Rolltrabi steht, an der Wand, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall seht ihr hier alle möglichen Lampen. Handschuhfachdeckel, Elektrik, Spiegel, Tachoeinheiten, alles Gurte hier. Da sieht man, wie viele Autos geschlachtet wurden, auch an den Türen, an den Gurten. Ne? Für die Türen hat er nur die Rettbahn behalten, glaube ich. Also die Türen sind im großen Teil nicht mehr so der Hammer. Aber nicht durchgerostet. Durchgerostet war keine so richtig, oder? Nur angerostet. Muss leider lackieren. Sonst Ausstellfenster, da ist alles heile. Guck mal, hier auch noch, seht ihr, kennst du die Waffe? Das ist noch so ein Ding hier. Kugelbox. Die gute ASO, man kennt sie. Die Antennen, hier so eine Mittelkonsole, das ist noch nicht von Käfer, glaube ich. Ich glaube, die geht in meinen Golf 1 rein. Sieht doch genauso auf. Und Scirocco ist das. Scirocco, du passt hier rein. Alter, das ist hier erstmal ein Scirocco. Das ist die, glaube ich, sogar, weil der Schraube in der Mitte ist nämlich genauso da. Also auf keinen Fall ist das Käfer. Nee. Hier sind Türen. Dann haben wir hier jetzt immer so GFK-Tuning-Teile, wenn man überlegen könnte, wo schraubt man die an, so einen fetten 911 Turbo Heckspoiler. Vielleicht kommt der Rest noch dabei. Nein, du musst an deinem musst du nur den Heckspoiler ranbauen, dann fahren wir im Partnerlook rum. Mach ich von meinen dann auch. Als Bar-Ticket. Ne? Guck mal, ich hab sogar schon einen meinen anderen Käfer hier ausprobiert. Guck mal, jetzt so guckst. Ich hab schon mal so eine GFK-Sportschütze hier rangehangen. Ja, klar, es hinten auch. Wenn du jetzt halt die Scheinwerfer abbaust, Alter, dann. Dann wird er hier noch ransitzen. Alter, ich würde geschlachtet werden, wenn er bei dem Auto macht, glaube ich. Aber ich finde witzig, finde ich es trotzdem. Ich würde das ganze Auto umbauen. Hinten steht er an der Wand. Schade. Schade, ist es denn, hast recht, ja? Das ist so. Guck mal, haben wir hier noch mehr? Dann haben wir hier noch ein paar so Innenraumteile, die ich ganz geil fand, die ich schon mal rausgesucht habe. Das sind so Zusatzanzeigen und sowas. Das sind alles Toroskoplampen, fragt man nicht warum. Das hier sind alles Tanks. Rostfrei weiß ich nicht, aber die haben nicht. Also einer war schwer, der andere nicht. War scheiße. Einer war was drin, ja. Oder Sprit drin noch. Du weißt das schon. Hier Scheinwerfer, Lampen, alte Scheinwerfer, Heckklappen, alle Baujahre von der langen Heckklappe. Seht ihr davon, die beiden zum Beispiel, eine lange Heckklappe. Genau wie hier, lang, kurz, alle Varianten. Hier nochmal ganz viele Lampen. Lampen sind viele dabei, alter Schwede. Diese Dinger dafür, hier die Seitenkotflügel, sind aber nicht mehr so der Hammer. Außer die hier. Das ist hier so eine alte Scheiße wie Ovali. Das sind schon Reparaturbleche. Tüdelkram haben wir schon mal einsortiert, Gordon und ich, für uns, für unsere Werkbänke. Hier Ovali Türpappen, haben wir auch separat gepackt, müssen sauber machen, sonst sind die gut. Hier noch normaler Türpappen. Alter Schwede, ist das viel Scheiß. Haben wir hier nochmal, das sind alles Lichtmaschinen und diese MacPherson Förderbeine vorne. Federbeine von den Dingsen. Die ersten Felgen. Ich hoffe, ich krieg nochmal einen von den Breitbaudingern, Alter. Da sehe ich meinen Käfer so richtig mit. Das würde geil aussehen. Ja, Mann, voll gut. Die umgeschweißt oder die Original? Die Original. Ich feier die. Was steht da drauf? Was haben wir denn für eine Einpresstiefe? Was steht da alles drauf? Ja, eine fette. Was steht da alles drauf? Aber ich habe die Fette noch nicht gefunden. Hier sind Radkappen dazu, hier sind Lichtmaschinen, wie gesagt. Da sind so Kupplungs eh Schrott, kannst vergessen. Ne? Die braucht die Kupplung nicht ein. Wie heißen die? Lemons. Das sind Tuningfelgen? Ja. Dann nimm wir die. Da steht alles drauf hier. ABE regelt. Das ist ja richtig, wenn du die hingetragen haben willst. Hier, Anlasser, Stoßstangen. Hier nochmal in der Ecke. Hier haben wir schon die Ecke vorgeräumt. Hier seht ihr schon mal, hier, das sind alles so Zündspulen, Benzinpumpen, Methyle. Hier auch nochmal das gleiche. Das ist die ganze Kiste hier mit Vergasern von Käfer. Alle Größen. Hier auch nochmal alles Lichtmaschinenregler. 6 Volt, 12 Volt, alles. Hier ist auch nochmal, was ist das hier? Weiß ich nicht, was ist das hier? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Hier, Auspuffanlagen. Anlasser. Krass, ne? Also das ist der erste Ding. Und dafür auch der erste Teil. Video geht morgen weiter, Freunde, wenn die Aktion irgendwie weitergeht. Weil dann kommt der ganze schwere Scheiß, die Motoren und sowas. Ich weiß auch gar nicht, wohin damit. Entweder nehmen wir die Fläche für die Motoren oder wir machen da hinten die Trabi-Karosse weg, rollen den Jetta weg und stellen die da hinten hin. Schwer. Das war danke an alle, ne? Alleine wäre ich nie fertig geworden damit.
Das nie im Leben. Und wir beide zusammen, das ist auch bekloppt geackert hier. Also, was wollte ich sagen? Aufpacken ist besser als allein packen. Da kannst du sagen, was du willst. Das war ja auch doch gemacht. Ja, und vor allem, es ist in Ordnung drin. Man weiß, was wo ist. Jede Kiste ist auf und man findet was. Das war früher nicht so. Man hat alles wirklich alles auseinandergenommen. Also ich weiß ja schon so einiges, was wo liegt. Und ich will mir dann mal ein, zwei Abende hier hinsetzen. Einmal einräumen, einmal rausräumen, ist doch klar. Ja, klar. Ich will mich einige Abende noch beschäftigen hier mit dem ganzen Kram, wie da was liegt. Und dann können wir es auch drauf. Und dann mal gucken, ob wir den Kram auch loswerden. Weil letztendlich, eigentlich will ich ja nicht Kieferteile-Händler werden. Ich will mal hoffen, da kommt irgendwo, wenn ich mal die ganzen Tuning-Teile, die ich für meinen brauche, rausgesucht habe, so, ne, oder Vorderamt für sein, so, ne, dass wir halt irgendwie dann hier einen Großkäufer da alles kauft. Oh, da ist ein Radius hier allein. Da ist Ultramar-Radius. Wenn das vorbereitet, geht das mit nach Bockhorn. Ja, Bockhorn geht auch was, ja klar. Aber ich glaube dann hier, wahrscheinlich eher wird so laufen, dass ich das für eBay machen muss. Oder Maurizio-Frage oder was. Ja. Auf jeden Fall einiges. Aber Fakt ist, das ist jetzt der Anfang. Wie es weitergeht, wird er morgen. Schreibt mir Kommentare, was meint denn jetzt schon den ganzen Scheiß schon? Ich finde es jetzt schon ziemlich wild. Also. Käfer-Lost-Place, das war nochmal. Ne? Da müssen wir hochkommen, wir müssen noch mal dahin, verdammt, das geht nicht anders. Müssen wir uns Freigabe haben wir ja. Gut, haut rein. Munter.